Ahmed, wie fühlt sich dieser Punkt bei 1860 München nach einer 2:0-Führung für dich an? Ja, bitte. Also es fühlt sich schon fast eigentlich wie eine Niederlage an. Wenn ich gucke, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben im Vergleich zur zweiten. Wir haben die nicht viel kommen lassen. Zweite Halbzeit, dann hatten wir hunderte Chancen, aber haben keine genutzt. Und das ist halt bitter, weil wenn du vorne die Dinger nicht reinmachst, dann macht es der Gegner. Und das war heute ganz klar der Fall. Bitter halt auf jeden Fall. Und da ist dann die Freude über das erste eigene Drittligator, was zum 1-0 geführt hat, auch dann eher reduziert? Ja, schon irgendwo. Klar freut man sich über sowas, aber ich glaube, es wäre noch schöner, wenn wir heute auch noch die 3 Punkte mitgenommen hätten. Dann hätten wir was noch ein bisschen zu feiern im Bus. Was du natürlich noch erklären musst, den Jubel. Du bist zu Co-Trainer Mike Kranich gelaufen. Wieso war das so? Ja, heute früh beim Aktivieren hatten wir Torabschlüsse gemacht. Und da hatte ich eigentlich so einige Szenen, wo ich so 4-5 Mal ins Tor köpfen konnte. Und da hat mir dann Mike gesagt, heute machst du auf jeden Fall ein Kopfballtor im Spiel. Und ich habe dann gesagt, das habe ich ihm auch versprochen. Und deswegen auch der Jubel an Mike. Es war das letzte Drittligaspiel des Kalenderjahres. Gibt es jetzt noch sowas wie eine Vorfreude auf dieses Pokal-Highlight am Mittwoch? Oder ist man irgendwie körperlich und auch mental platt? Ja, platt jetzt nicht unbedingt, aber man merkt schon, so wenn ich jetzt auch mit den anderen Spielern rede, irgendwo ist man schon kaputt. Also der Körper will eigentlich langsam nur noch zur Familie und einfach abschalten, nichts mehr mit Fußball erstmal für ein paar Tage zu tun haben. Aber jetzt am Mittwoch steht noch ein Spiel an, ein wichtiges Spiel, und da wollen wir noch alles rausholen und auf jeden Fall weiterkommen. Dankeschön.